wirkliche Missachtung. Aber Muckefuck ist schön, ja? Muckefuck ist schön. Aus viel Zichorie. Aus viel Zichorie. Und so, wenig jetzt Kaffee. Jetzt kommt die Buttercreme. Löffelweise. Was war jetzt da drin? Da war die Margarine. Da war Margarine drin. Ja. Eben nicht Butter, halbes Pfund Margarine und Pudding vom halben Liter. Aha. Vom halben Liter Milch mit 2,5 bis 3 Mal Soßenpulver, damit das schön kräftig ist. Und der Pudding muss ohne Haut gerührt. Sehr gut. Habe ich gerührt. Ja, ja. Es klingelt. Es klingelt. Meine Suppe. Ich tue nur hier das drunter, weil ich. Warum das? Ja, weil es dauernd so gewackelt hat und Krach gemacht hat. So. Und kann ich das hier kurz unterbrechen oder pappt das dann? Nee, das mache ich dann. Habe ich im Griff. Wie warm ist es denn noch? Nee, ist nicht mehr so warm. Naja, aber ein bisschen drücken muss man schon. Ich muss rühren hier. Aha, drücken. Na, ein Glück, also, dass ich jetzt geguckt habe hier. Die Mitarbeit war doch nicht ganz so qualifiziert, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Die sollen ja denn alle. Also, ich sag nur schnell, was Schluss. Ich mache. Ja, hier also, kommt jetzt Sahne rein. Und Thymian. Aus Island. Donnerwetter, oder habe ich das falsch gesehen? Was? Was stand da drauf? Spice Island, das ist der Firma. Das ist eine. Aber das ist so nicht aus Island. Ich gucke immer weiter, woher Produkte sein sollen bei uns. Wir gucken immer, woher das kommt. Sehen Sie? So, wunderbar, jetzt ist die Buttercreme fertig. Ich habe eine dumme Frage. Und? Darf ich denn einen Schluck Wein anbieten? Na ja, einen kleinen, etwas verdünnt aus gesundheitlichen Gründen. Und den sage ich nicht nein, aber wirklich einen verdünnten. Ein Weißburgunder. Aus der Pfalz. Kann man den verdünnen oder ist das denn sozusagen? Nein, kann man. Schmeckt dann so immer noch besser als pures Wasser. Ich darf ihn so trinken? Ja, ich bitte darum. Ich bitte darum. Wunderbar. Gut? Ja. Ach, doch, eine schöne Schorle. Und so schöne Gläser in der Küche hatte ich ja noch nie. Ne? Das sind übrigens gar nicht teure. Das sind keine mundgeblasenen. Und die halten so lange. Großen Wert drauf. Das sind maschinengeblasene. Die können wir uns alle leisten. Kostet 12 Mark so ein Glas. Prost. Prost. Ich habe immer die Senfgläser, der gar nicht. Sehr schön, ne? Sehr schön. Sie trinken den Wein aus den Senfgläsern. Nein, ich meine nicht, wir trinken den Wein in der Küche. Das ist bei uns nicht üblich. Ja, naja. Aber wir werden schon noch umstellen. In Kürze trinken wir dann auch Wein in der Küche. Ja, das geht alles so schnell. Viel schneller, als man glaubt. Bloß in meiner Küche mit den Gläsern wäre ungünstig. Die würden immer umfallen. Ja. Dafür ist da zu viel Wuling. Da geht es gewaltig zu. Ja, das dauert jetzt natürlich ein bisschen länger, richtig, bis der fertig das ist. Also würde uns den Schnitt verderben. Deswegen Abracadabra, dreimal schwarzer Kater. Hier ist die Zweitform, die ist schon kühl. Huch. Und deswegen, wunderbar. Jetzt kommt nämlich der spannendste Moment von dem Frankfurter Kranz. Der große Wettbewerb innerhalb der Familie, seit unsere Kinder mitmachen. Wer macht die meisten Schichten beim Frankfurter Kranz? Schneiden. Und da muss ich sagen, während sonst die Professionellen Bäcker natürlich immer viel besser sind, aber der Frankfurter Kranz bei den Bäckern hat immer so wenige Schichten. Und deswegen ist bei uns der große Ehrgeiz, wie viel Schichten schaffen wir denn diesmal? Mhm. Und ich bin natürlich also nah an der Spitze. Wenn wir jetzt Töchter, das alles hier so schneiden, dann sind wir wahrscheinlich schon fertig, bevor dann das gemacht wird. Ich würde jetzt gern sehen, wie das da verteilt wird. Gleich kommt, aber erst muss alles geschnitten sein, sonst kann man ja hinterher nicht mehr, das geht ja nicht. Wenn ich oben schon schmiere, kann ich nicht mehr unten schneiden. Also ich tue trotzdem ein klein bisschen von meiner Suppe in den Teller, dass du dazwischen mal das machen wir. Wenn es soweit ist, bin ich in der Lage, sofort die Arbeit abzubrechen. Die ist jetzt schon soweit, nur wir lassen sie ein bisschen auskühlen. Ja, dann bin ich hiermit auch soweit fertig. Na, wie viel haben wir denn jetzt? Jetzt muss ich dünner schneiden, sonst schaffe ich heute keine akzeptable. Aua. Aber das Messer so scharf ist bei mir zu Hause auch nicht so. Ja, naja, ich sag's schon nicht. Da ich mir schon am Sonntag in den Finger geschnitten hatte, beim Abschneiden von Blumen, da bin ich jetzt vorsichtiger. Wie viel haben wir denn? 1, 2, 3, 4, 5. Naja, gut. Will ich mal keine Experimente heute machen? Jetzt machen wir noch. Jetzt kommt der Mensch. Ganz kurz dazwischen, ein Löffelchen probiert. Ein Löffelchen probiert. Der Wald im Teller sozusagen. Der Wald im Teller. Oh, Gott, ist das ja wirklich toll. Ja, und vor allen Dingen geht heute so gut. Normalerweise zerbricht es immer und dann muss man wieder. Also, dort ist der Teller. Der Wald im Teller. Ich dachte, das wäre meiner. Nee. Der Wald im Teller. Ja. Hm, wie Kartoffeln hier.
Und die Pilze. Sind die noch nicht gar, die Kartoffeln? Doch. Aber die haben noch ein bisschen Biss, was ich gut finde. Aber ich will erst mal an die Pilze kommen, weil es ja eine Pilzsuppe ist. Gut. Und ich habe nur Champignons. Ich habe weder Steinpilze noch Pfifferlinge. Die hat er wieder da. Ja, kriegt ihr? Danke. Sehr schön. Da sind noch ein paar Pilze. Steinpilze. So, jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen. Ja, wie spät ist? Sonst kriegen wir Probleme mit dem Kant. Also, jetzt geht's los. Jetzt noch ein bisschen rühren, ja, damit es kühl wird. So, jetzt muss ich das erstmal hier beseitigen. Das ist auch ungünstig, dass hier bei Ihnen kein Rand dran ist. Da dafür habe ich das Bioloch. Da kann man das weiß ich. Ja, wunderbar. Ratzebatze. Ratzebatze. Weg. So, und jetzt? Jetzt geht's los. Jetzt geht die Manscherei los. Jetzt geht die Manscherei los. Jetzt kommen hier, je nachdem, heute ist es nicht so schrecklich viel Buttercreme, habe ich den Eindruck. Vielleicht nehmen wir sonst immer ein bisschen mehr. Das wird jetzt einfach verschmiert? Das wird einfach verschmiert. Und zwar nicht so, dass man jetzt hier eine Viertelstunde an jedem Ding da rumfummelt. Ich habe vorhin im Kühlschrank, als ich meine Butter geholt habe, einen fertigen Kranz gesehen. Ja. Den haben Sie mitgebracht. Den darf ich jetzt holen? Die verraten ja vorher alles. Jetzt muss man erst mal den hier. Haha! Oh, ja! Das ist natürlich toll. Aber den gibt's ja erst, jetzt zeigt zu viel Ruf gemacht vor lauter Hektik. Den gibt's ja erst, wenn der andere fertig ist. So. Ach, das weiß ich noch nicht. Ich schneide jetzt schon mal hier. Ja, schon mal angeschnitten? Da brauchen wir auch Kaffee zu. Ist der Kaffee fertig? Ja, jetzt muss ich ihn erst mal beschäftigen. Da hinten habe ich eine Maschine, mit der ich Kaffee machen kann. Hauptsache, der Kaffee ist fertig. Also ohne, wir können die Pilzsuppe und Frankfurter Kranz wenden. Na, die Pilzsuppe war das Hauptgericht und jetzt kommt der Nachtisch. Der